So, dann haben wir das auch schon mal. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Krypta. Wenn ich jetzt hier nicht zufällig noch... Alter, ich habe so Kisten übersehen hier. Das ist ja der Hammer. So, warte mal, da oben ist auch noch was. Ja, ich wollte eigentlich in die Krypta. Ich weiß es doch. Aber hier oben ist noch was zu lesen. Eventuell können wir das auch noch entziffern. Haben wir schon. Okay. Haben wir hier noch eine Glocke gerade, wenn ich schon mal hier bin? Nein. Die Glocken musste man, glaube ich, auch mit dem Messer... Doch, da ist eine Glocke. Aber die musste ich, glaube ich, mit dem Messer abschneiden, ne? Die konnte ich mit dem Pfeil nicht runterschießen. Aber wenn wir schon mal hier sind... Dann machen wir das natürlich. So, mit F. So, F wie abschneiden. So. Eine Glocke müssen wir noch. Ich guck mal gerade, ob ich so eine sehe. Die sind, Gott sei Dank, da oben hängt eine. Können wir die nicht irgendwie abschießen einfach? Nee, leider nicht. Wir können auch nicht das... Aber da war doch gerade, war der Pfeil kurz hoch. Achso, kurz hoch. Kurz rot, meine ich. Ach, natürlich. Ich glaube, das sind aber Untote, oder? Ich glaube, ja, die konnten wir doch einfach abfackeln. Da war doch was. Ach, guck mal, da ist wieder der Kollege von Dark Souls. Er dürfte gleich abfackeln. Jawohl, tut er auch. Der löst sich ein Wohlgefallen auf. So gefällt mir das. So. Keine Ahnung, ob noch welche leben. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Ich will jetzt einfach zur Glocke. So, wie komme ich denn zur Glocke am besten? Ja, ja, ist klar. Wo ist er denn? Ah. Ja, ja. Ist gleich vorbei. Moment. Aber ist schon vorbei. Das ist natürlich auch gut. So, Moment. Da oben führt ein Seil hin. Da führt ein Seil hin. Moment. Da hält sie sich natürlich nicht fest. Wie komme ich denn an dieses Seil? Mal eben gucken. Das will ich jetzt gerade machen. Sorry. Aber wenn ich da schon die Glocke habe, dann will ich sie natürlich auch gerade runterschneiden. Ach, hier waren die Pferdeställe. Genau. Wo ich noch gedacht habe, wie kommt denn hier ein Pferd rein? Weil hier überall diese riesigen, ja, ich sag mal, Schluchten rundherum sind. Hier kommt doch kein Pferd hoch. Ja, okay, das hat geklappt. Das hat geklappt. So, wir müssen an das Seil kommen, was dahin führt. Aha. Okay, das sieht gut aus. Gerade noch so. So, mal schauen. Schade, die hält sich da nicht fest. Ich würde nämlich gerne da einfach so dran springen. Gerade ausprobieren, ob das hinhaut. Eventuell mit E. Nee, scheiße. Okay, komme ich da irgendwie drauf von oben? Okay, wenn das nicht geht, dann müssen wir im Turm eventuell nach oben klettern. Ich probiere das mal. Ich glaube, ich habe da gerade was zum Klettern gesehen. Ja, hier sind doch die Eis... Die Eisplanken. So, warte mal, ich probiere es mal von hier. So, da geht es nicht weiter. Hier geht es aber weiter, oder? Ja, okay. Ah, da kann man hoch. Super. Genau, hier waren wir nämlich auch schon. Das wird, glaube ich, nichts werden. Gucken wir mal hier. Ja, das sieht gut aus. Okay, hier können wir weiter. Nach oben oder nach links? Ich sag mal nach oben, aber ich glaube... Nee, das wird nix. Da weiß ich nicht, wegen dem Eis, was da ist. Oh, ach, das geht. Okay, wunderbar. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Auch nicht schlecht. Okay, dann mal hier gerade nach oben. Ja, sehr gut. Hab zwar keine Ahnung, ob das jetzt hier der Weg war, den man hätte gehen sollen, aber das ist auch eigentlich egal. So, das hat geklappt. So, Klöngel. Die Stunde hat geschlagen. Wunderbar. So, und da liegt noch irgendwas. Oh. Wenn wir schon mal hier sind. Ich muss eingeschlafen sein. Die Zeit lässt sich im Eis schwer schätzen. Die Unsterblichen waren fleißig. Wo gestern noch ein Aschehaufen schwelte, liegt jetzt eine Leiche mit milchweißer Haut wie ein toter Fisch. Als ich hinsah, hat der Tote geatmet. Es klang fast wie ein Todesröcheln, als er das erste Mal wieder Luft einsog. Dann sah er mich an und endlich erkannte ich ihn. Ich habe diesen Mann bereits getötet, in der Schlacht. Er hat es nicht vergessen.
Ich tötete ihn erneut, schlug seinen neuen Schädel ein, bevor er aufstand, aber wieder schwelt seine Asche. Wenn er aufwacht, werde ich fort sein. Der kalte Blick in seinen toten Augen war wie ein Versprechen. Wie der Phönix wird er auferstehen, wieder und wieder. Jedes Mal entschlossener, mein Leben zu beenden. Wenn ich bleibe, wird es ihm schließlich gelingen. Sehr gut, das habe ich nämlich gesucht. Wiedergeburt, einziger Überlebender. Er wusste, er würde vielleicht nie entkommen, also spähte er den Feind aus. Ja, genau, das war nämlich der einzige Überlebende. Und jetzt wissen wir auch, was damit passiert. Also die zerfallen so halb zu Asche, schwelen ein bisschen und dann, ja, stehen die wieder auf. Das hat mich nämlich interessiert. Sehr gut, dann haben wir das Rätsel auch gelöst. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt muss ich mal eben gucken. Na, da hinten wäre noch eins, aber ich glaube, ich gehe erst in die Krypta. Ich glaube, ich gehe erst in die Krypta, die ist sowieso gleich hier vorne. Und ich, wie gesagt, ich suche ja immer noch diesen verdammten Granatwerfer. Der wird mir auch nicht entkommen. Also irgendwo muss der sein. Ich weiß nicht, warum wir den übersehen haben. Eventuell ist er in der Krypta, aber ich glaube, in der Krypta waren in der Krypta Waffen versteckt. Zumindest Waffenteile müssten dort sein. Ja, das ist eine Kiste mit Material. Die nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Ah, gerade läuft's wieder. Finde ich gut. So, mal eben auch zwischendurch wieder nach den Flanken gucken. Ich habe immer zwischendurch mal so Phasen, da könnte ich das Spiel am liebsten... Ja, ne, da könnte ich sagen, okay, wir brechen das Ganze ab, aber dann kommen wieder Erfolgserlebnisse und dann möchte ich dann doch wieder weitermachen. Ah, das ist fürchterlich. Das Spiel hält einen doch irgendwie ein bisschen bei der Stange. Hätte ich so nicht gedacht. Ja, gerade wenn dann so Stellen hier kommen, wo man dann sagt, ja, ich habe dann doch noch was geschafft und dann ist es doch nicht mehr so schlimm. So, wo ist denn jetzt... Hier soll der Eingang sein. Na toll. Das ist ja ein Traum. Hier ist nur leider gerade überhaupt nichts. Ist hier Wasser? Oh, Tatsache. Okay, dann müssen wir vielleicht... Kann ich hier noch tiefer tauchen? Nee, ne? Aber hier können wir tauchen. Warte mal, ich probiere mal, ob wir hier... Das sieht mir fast danach aus. Ja, das sieht gut aus. Hier war ich noch nicht. Ich glaube, wir haben den Krypta-Eingang gefunden. Das sieht, glaube ich, sehr gut aus gerade. Oh ja, da können wir gleich durch. Und hier ist noch was zu lesen. Ach, ist das schön. Valentinus, der Zeitmesser. Valentinus, der Zeitmesser. Okay, alles klar. Dann schauen wir doch mal, wie viel Zeit wir hier haben. So. So. Wie schaut's denn? Oh, was zu lesen. Als die Stadt erbaut war, betrachtete sie die erste Generation der Anhänger voller Staunen. Einer von ihnen, ein Mann namens Valentinus, hatte sein ganzes Leben die Zeit und ihre Vergänglichkeit studiert. Der Prophet suchte ihn in der Menge und fragte ihn, was er von der Stadt halte. Valentinus sagte, er spüre, dass sie ein heiliger Ort sei, dass die Zeit hier langsam verginge und dass Kitesh unzählige Generationen überdauern würde. Der Prophet lächelte. Er wusste, er hatte einen Ort erschaffen, an dem alle sicher waren. Valentinus, der Zeitmesser, Krypta der Gründer. Kitesh war auch die Heimat von Künstlern und Philosophen. Wer weiß, was daraus hätte werden können. Tja, hat nicht sollen sein, leider. Oh, halt, ich gehe in die falsche Richtung eigentlich gerade. So. Dann schauen wir doch mal, was hier so los ist mit der Zeit. Entschuldigung. Es ist echt ein Traum. Ja, es ist manchmal echt, ne, da möchte man am liebsten einen kleinen Facepalm-Garten eröffnen, ne, wenn es um meine Orientierung geht. Für jeden verlaufenden Punkt direkt eine Palme pflanzen. So. Wo geht's denn hier weiter? Aha, da hinten. Oh, hoffentlich wieder ein schönes Rätsel. Das würde mich echt freuen. Ich glaube, gräbertechnisch sind wir nämlich so langsam, aber sicher am Ende. Ich glaube, da haben wir dann auch alles. Ah, schade. Nee. Leider doch nicht. Okay, schade.
antiker Köcher. Okay, wunderbar. Ja. Ist leider dann doch nicht der Steckgranatwerfer. Ach Mensch. Ich wette, der ist nachher bei dem Händler, ey. Irgendwas ist doch da. Irgendwas haben wir da übersehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den... Also, wenn der irgendwo noch liegen sollte... Ich verstehe das einfach nicht. Wo habe ich den denn übersehen? Ich weigere mich da jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen nachzugucken in der Lösung, weil den würde ich gerne selber finden. Also den, ganz ehrlich, den möchte ich selber finden. Der muss an einer ganz blöden Stelle liegen, wo ich den übersehen habe. Das gibt's doch gar nicht. Das ist echt der Hammer. Ob ich den einmal übersehen habe. Okay, das haben wir dann auch gelöst. Gerade mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal den nächsten Wegpunkt zum Münzversteck. 1-2. Da hinten ist noch ein Dokument. Ne, Überlebensversteck. Basislage. Achso, direkt bei der geothermalen Kaverne. Geothermale Kaverne? Okay. Interessant. So, was ist hier noch? Was ist das da? Ist das auch irgendwas? Ne, okay, das sah nur so aus. Da ist nichts mehr bei dieser Rotunde und ansonsten ist hier dann auch alles. 68%, okay, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Hier Münzversteck, gerade mal hier Wegpunkt. 68%, ja gut, die Herausforderung noch, ne? Die geben natürlich auch nochmal gut Prozente. So, das Ding haben wir ausgekundschaftet. So, schön versteckt hier unten, aber leider sind Krypta-Sachen nicht unbedingt mit Rätseln gespickt. Das ist leider nur bei Gräbern so. Was ich mir tatsächlich für den dritten Teil, sollte es einen geben, wovon ich eigentlich ausgehe, noch wünschen würde, wäre tatsächlich, dass man wieder diese Traveling-Geschichten hat. Nämlich, dass Lara hingeht und wirklich auch verschiedene Orte bereist. Ne? Also hier ist es ja wirklich so, man ist zwar am Anfang in Syrien und mal ganz kurz aber auch nur. Und dann kommt man hier nach Kitesh beziehungsweise hier nach Sibirien und das war's dann auch. Hier sind zwar auch ein paar Szenenwechsel oder auch ein paar Landschaftswechsel, aber man ist immer im selben Land. Ja, also da muss ich, da würde ich mich doch sehr freuen, wenn man da in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Wert darauf legt, dass Lara ein bisschen mehr reisen tut. Ich glaube, müssen wir doch sprengen, ne? Ich glaube, da kommen wir um eine Sprengung nicht rum. Ja, ich weiß. Ich weiß, Lara, ich weiß. So, was ist denn hier? Hier ist doch... Ah, eine Reliquie, oder? Ein alter geschnitzter Heidengott. Vielleicht ein Fruchtbarkeitssymbol. Ist schon Jahrtausende alt. Okay, ist aber auch so nichts mehr zu erkennen. Sieht ein bisschen aus wie ein Predator von der Schädelform her. Naja, wer weiß. So, ich wollte jetzt zum Münzversteck. So, wenn ihr noch eine Fahne seht, bitte in die Kommentare schreiben. Schreibt jetzt in die Kommentare, wenn ihr da oben ist doch schon eine. So, alles klar. So, da haben wir nochmal eine Fahne gelassen. 5 von 8, okay. Die sollten doch zu finden sein. Ich denke mal, ist da unten auch noch ein Münzversteck? Oder was ist das da? Ne, die liegen einfach so da rum. Das ist mir auch ganz nett. Kann man ja auch mal machen. Ah, guck mal, was da noch ist. Ach ne, das sah erst aus wie ein Obelisk. Ach, Entschuldigung, das ist manchmal echt Wahnsinn. So, hier haben wir noch ein Überlebensversteck, glaube ich. Oder ist das nur Öl? Nee, das ist nur Öl. Okay, können wir auch nehmen. Kein Problem. So, da ist noch eine Fahne. Sehr gut. So, hier ist es relativ übersichtlich. Komischerweise. Also man sieht die Sachen sehr, sehr gut. Tatsächlich. Ja, da gibt es andere Gebiete, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich mich bis jetzt immer zu Tode gesucht, bis ich da mal irgendwo was gefunden hatte. Das war dann nicht mehr so toll. So, da ist schon mal die... Die Versteck mit der Münzen. Ach man. So, ist schon manchmal schlimm mit mir. Aber das kommt durch die Konzentration. Da kommt mein Sprachzentrum manchmal irgendwie einfach nicht mit. Ich weiß echt nicht, woran das liegt, dass ich da manchmal so Sachen... So, Vorratsschuppenartikel erhältlich. Das ist schön, das freut mich.
Und da sehe ich doch auch schon wieder eine Reliquie direkt dahinter. Ist die denn... Siehste, wir haben hier noch keine Karte, glaube ich. So, auch hier mal gerade wieder umschauen, ob wir irgendwo eine Fahne entdecken. Da oben leider nicht. Ich glaube, die Fahnen werden auch nicht angezeigt, ne? Ich glaube nicht. So, da schon mal für gleich. Ne, wir haben noch keine Karte gefunden. Die Reliquie war jetzt definitiv nicht eingezeichnet. Ein geschnitztes Holzrelief, das den Propheten von Kitesh zu zeigen scheint. Es ist recht abgenutzt und beschädigt. Es ist nicht aus Holz aus dieser Gegend. Man kannte den Propheten nicht nur hier. Ah, schade. Ich dachte, es gäbe noch eine Rückseite, aber dann leider nur das eine Bild. Okay, dann fehlt uns hier tatsächlich noch die Karte. Das könnte natürlich sein, dass hier noch mehrere Sachen versteckt sind, die wir dann noch nicht entdeckt haben oder auch nicht auf der Karte haben. So, nächstes Milzversteck ist gar nicht mal so weit weg. Direkt hinter mir, da in die Richtung. Okay. So, natürlich auch hier wieder ganz wichtig, erstmal Ausschau halten. Das kann ich nicht, die Berge haben leider voll. Schade. So, wo ist denn da in die Richtung soll das sein? Wir haben tatsächlich die Sachen voll, ist ja der Hammer. So, da unten. Okay, alles klar. Ich gucke mich aber gerade nochmal hier in der Hütte ein bisschen um. Leider keine Fahne. Es sah im Augenwinkel so aus. Ach komm schon, hier ist noch mehr als irgendein paar Dosen, oder? Hier müsste doch noch auf jeden Fall irgendwas sein. Aber leider doch nicht. Okay, so, hier ist irgendwo... Ach da. Sehr gut. So, Fahnen. Wo ha... So, waren das alle, oder... Eine noch. Jetzt will ich natürlich wissen. So, Dokumente. Eins, ein Dokument. Das wird wahrscheinlich... Ja, nicht hier auf der Karte sein. Okay. Das sind die Überlebensverstecke. Ein Dokument fehlt. Wir haben leider die Karte nicht. Das heißt, wir müssen es eventuell per Hand suchen. Aber jetzt bin ich natürlich hier gerade... Wo geht's denn da hin? Ah, wahrscheinlich in das Gebiet hier. Da müssen wir ja auch gleich noch hin. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Ich suche gerade mal die Flagge. Die kann ja jetzt nur noch hier irgendwo hängen. Ja, wie soll es auch anders sein, ne? Wie soll es auch anders sein? Bis jetzt hingen die Sachen, glaube ich, alle außen an den Wänden. Oder hing auch mal was im Haus? Gute Frage. Das bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. In dem Haus hier war ich ja eben schon gucken. Erinnere ich mich dunkel dran. So, diese Statuen müssen wir natürlich auch noch vernichten, ne? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr drauf geachtet. Da habe ich jetzt gar nicht mehr so drauf geachtet. So, die Flaggen. Die Flaggen, Flaggen, Flaggen. Wo sind die Flaggen? Ah, das ist jetzt eine gute Frage. Vor allem habe ich jetzt gerade hier wieder irgendwas übersehen. Ah. Okay, das war, glaube ich, ein Überlebensversteck, oder? Ja, könnte sein. Irgendwie sowas in der Art. So, da, das Ding haben wir schon, ne? Das wird auch nicht mehr angezeigt, nein. So, die Flaggen werden nicht auf dem Radar. Ich glaube nicht, dass wir die sehen. Ich denke nicht, dass dem so ist. So, hier ist wieder enorm viele Flächen, aber es sieht nicht danach aus, als wenn wir hier eine Flagge sähen. Dann gucken wir mal hier oben. Ne, nur ein bisschen Holz, aber auch keine Flagge. Holz haben wir, by the way, auch jede Menge. Da brauche ich echt nichts mehr im Moment. So, hier war ich, glaube ich, auch noch nicht gucken, ne? Das sieht auch nicht sehr flaggig aus hier. Weder flaggig noch statuig. Hä? Was? Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Ich habe keine Ahnung. Funktioniert irgendwie gerade nicht.